Danke für die Einführung, Gian Piero. Wir haben diesen Projekt schon letztes Jahr im Swiss Tunnel Congress präsentiert, aber wir freuen uns sehr, diesen interessanten Fall auch euch darzustellen. Wie gesagt, wir haben unsere Präsentation auf zwei Teile getrennt und ich fange mit der Beschreibung des Bauwerks und Bruchereignis an. Der Tunnel Melide de Grancia befindet sich auf die N2 Basel Chiasso zwischen Lugano und Mendrisio. Täglich gibt es auf dieser Strecke viel Pendelverkehr und in 2017 als durchschnittlicher Werkverkehr hatten wir ca. 80.000 Fahrzeuge pro Tag bis Maximum 100.000. In der Spitzenstunde am Morgen in der Fahrbahn Richtung Nord hatten wir 3.900 Fahrzeuge pro Stunde und am Abend Richtung Süd ca. 4.200. Dementsprechend ist diese Autobahn regelmäßig erheblich überlastet. Tunnel Melide de Grancia war das erste Autobahntunnel in Tessin, welcher vor einer Generalunternehmung in der Nähe des Berges San Salvatore gebaut wurde. Er ist doppelröhrig, 1,7 Kilometer lang, mit zwei Fahrbahnspuren pro Richtung ohne Pannenstreifen und in Betrieb seit 55 Jahren. Die Geologie des Berges ist hauptsächlich aus vulkanischem Gestein mit Gneis und Dolomit im Bereich des Nordportals. Die maximale Gebirgsüberlagerung steht auf 370 Meter. Die Tunnelauskleidung besteht aus einem unbewehrten Betonring von einer Stärke 30 bis 80 cm und ist geotechnisch und hydrologisch funktionsgerecht. Wegen höheren prognostizierten Wassereintritten an beiden Portalen wurden zusätzlich eine Abdichtungsschicht und ein Innenring vorgesehen. Der unbewehrte 30 cm dicke Innenring soll die Abdichtung tragen. Die Zwischendecke, welche den Verkehrsraum von Lüftungskanälen trennte, sowie die vorfabrizierten seitlichen Innenwände, erlaubten durch die Tunnelverkleidung eindringendes Bergwasser in die Hauptdrainage abzuleiten. Seit der Inbetriebnahme des Tunnels besteht die Thematik der Wasserinfiltration und es wurden in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen getroffen, um Infiltrationen zu kontrollieren. Zum Beispiel Stahlbleche, Beschichtungen in der Zwischendecken und lokale Wasserentlastungsbohrungen. Um den Tunnel auf heutigen Sicherheitsstandard zu bringen, wurde Bau- und Sanierungsarbeit durchgeführt. Zuerst in 2008 und 2009 wurde ein neuer technischer Stollen zwischen beiden Röhren gebaut, mit neuen Querverbindungen und die Leitungen wurden in neuen Stollen verschoben. Nachher, von 2010 bis 2015, wurde sowohl im Einzel- und im Doppelring als Abdichtung Hydrogel injiziert, um das Eindringen von Wasser zu reduzieren. Die Zwischendecke wurde abgerissen und zum Schluss neue Betriebs- und Sicherheitsanlage eingerichtet, zum Beispiel Belüftungsanlage und Signalisation. Am 8. Juni 2017, ca. 200 Meter vor dem Nordportal in der Nord-Süd-Röhre, löste sich ein Bruchkörper in der Innenschale und stürzte auf die Überrollspur. Hier ein kurzes Video zu dem Ereignis, welches eine Überwachungskamera gespeichert hatte. Wir befinden uns in dem Tunnel Richtung Süd und man sieht wenig Verkehr. Glücklicherweise gab es keine Verletzte und nur materielle Schäden. Der Tunnel wurde sofort gesperrt und der Verkehr in die andere Röhre umgeleitet mit großen Auswirkungen auf das Straßennetz der Region.
Die Zone des Bruchmaterials war ca. 2,5 x 6 Meter groß und ca. 2,5 Kubikmeter Beton. Auf dem Boden im Hohlraum beider Gewölbe wurde Hydrogel beobachtet und das äußere Traggewölbe blieb intakt. Um 9.30 Uhr wurde der Tunnel sofort in Sicherheit gebracht. Anschließend um 16.30 Uhr konnte der Verkehr wieder normal hergestellt werden. Nach dem Bruchereignis wurden zwischen 2017 und 2019 verschiedene Sofortmaßnahmen durchgeführt. Und zwar die Wiederherstellung des beschädigten Blocks und Untersuchungen zur Beurteilung des Tunnelzustandes mit visuellen Inspektionen, Laserscan, Georadar sowie Überwachung mit Piezometer und Fugenbewegungen mit Glasfaserkabel. Und dann noch Entlastungsbohrungen und lokale Verstärkungsmaßnahmen. Trotzdem gab es noch bleibende Gefährdungen und vor allem spröde Auskleidung in Kombination mit hydrostatischen Drücken und Infiltration von Wasser und Hydrogel auf der Fahrbahn. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und übergebe gerne das Wort an Herrn Francesco Amberg für den zweiten Teil dieser Präsentation. Guten Nachmittag auch von meiner Seite. Sie sehen hier schematisch die Situation an der Stelle des Bruchereignisses. Es gab einen Riss, der obere Riss, so etwas, eine geneigte Riss, typisch, was man bei einer Überbelastung auf Druck hat, mit ein wenig Kombination von Schubspannungen. Der obere Riss stand geometrisch genau in Zusammenhang mit der Nische zur Auflagerung der Zwischendecke. Und dann der untere Riss war etwas unregelmäßiger, aber der untere Riss kann praktisch in Folge kippen. Hier ein paar Elemente, eben in dieser Strecke besteht die Tunnelauskleidung aus zwei Ringen, der innere Schutzring und der Tragring draußen. In der Zwischenraum ist eine Abdichtung, nicht wie heute, wie Stand wäre, auch eine Drainageschicht, aber diesen Zwischenraum hat auch eine Funktion als Drainage. Und durch die Injektion mit Hydrogel wurde einfach diesen Zwischenraum verfüllt und das heißt auch die Drainagefunktion ein wenig verstopft. Diesen Hydrogel zusätzlich ist instabil, das heißt, bleibt nicht, wo er ist, aber hat Tendenz, weiter zu quellen und füllt alle die Räume, die er zur Verfügung findet. Sie sehen da im Bild eine Art Wurst, der aus einer Bohrung rauskommt. Diese Bohrung ist einfach durch diese innere Schutzgewölbe, geht durch diese Schutzgewölbe. Und eben auch die Anwesenheit der Auflagernische der Zwischendecke, die hat sicherlich eine Rolle auch gespielt. Also zu den Ursachen. Also Gebirgslasten wurden ab sofort ausgeschlossen, da der äußere 80 cm dicke Traggewölbe ist komplett intakt geblieben. Hydrogel hat diesen Zwischenraum zwischen die beiden Ringe verstopft und der Drainage war also nicht mehr gewährleistet und ein Wasserdruck stellte sich auf den innere Schutzgewölbe. Diesen Hydrogel ist unstabil, das heißt, mit der Zeit hat man eine zunehmende Verstopfung des Drainagesystems. Und die potenziellen Wasserdrücke können Sie auch in andere Stellen des Tunnels bilden. Als Sofortmaßnahme wurde eben in die ersten zwei, drei Monate nach dem Ereignis wurde der Block 28 wieder betoniert. Während der Nächte wurde regelmäßig visuelle Inspektionen gemacht im Tunnel und weitere Untersuchungen
Man entdeckte einen anderen Block, der in einem schlechten Rissbild hat, und er wurde auch demoliert und wiedererstellt. Entlastungsbohrungen mit 32 mm Durchmesser wurde alle 30,5 Meter in der Strecke ab Nordportal mit dem Doppelring, sind je Tunnel 350 Meter lange Strecke. Im Bereich dieser Doppelring wurde auch die Nische verfüllt mit dem Ziel, eine statische Kontinuität zu gewährleisten. Das heißt, die Nische wurde mit Hochdruck, Wasserhochdruck aufgeraut, wurde ein wenig Armierung eingesetzt und eben mit einem Mörtel, hochfeste Mörtel verfüllt. Theoretisch und nur diese Maßnahme konnte die maximale Belastung, die auf diese Innenring aufnehmbar war, auf 250 bis 1000, ungefähr 1000 Kilopascal, etwas 100 Meter Wasserdruck. Das sind natürlich ein wenig theoretische Werte. Es gibt noch Unterprofile manchmal, es gab Kiesnesten und so weiter und so fort. Dann in der Periode 2018-2019, man entdeckte, dass eben diese Drainagebohrungen uneffektiv waren, weil Hydrogel immer Tendenz hatte, diese Bohrungen zu verstopfen. Das heißt, es wurden immer mehr Drainagebohrungen gemacht, Piezometermessungen wurden durchgeführt, um den Wasserdruck draußen zu beobachten. In gewisser Stelle müsste ständig wieder lokale Verstärkungsmaßnahmen. Und irgendwie, man entdeckte, dass das Ganze war nicht mehr lange vertretbar. Und man hat sich entschieden, eine wirklich Maßnahmen zu treffen, die sollten eine Nutzungsdauer von 20 Jahren haben. Da ist im Blick auf den Projekt Polume eine Verstärkung der Achse zwischen Lugano und Chiasso. Also Ziel dieser Überbrückungsmaßnahmen, weil irgendwie doppelt, sage ich einmal so, zuerst eine strukturelle Verstärkung der Tunnelauskleidung und von der anderen Seite eine Drainage von Gebirgswasser, um diesen Wasserdruck zu reduzieren in umliegende Gebirge. Dann natürlich zusätzlich durch diese Drainage gab es Risiko, dass Wasser oder Hydrogel auf die Fahrbahn hinkommt. Das heißt, musste dann die ganze Leitungen da sichergestellt werden. Randbedingungen, also der Tunnel wurde schlussendlich nie außer Betrieb gesetzt. Alle die Arbeiten, die sie gesehen hatte, musste während der Nachtschicht durchgeführt werden. Eben Nutzungsdauer von diesen Maßnahmen 20 Jahre. Und das Ganze natürlich durch einen Tunnel, der im Betrieb bleiben soll, ist eine enge Koordination mit der Baustelle Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen. Also gewählt wurde ein Konzept mit Predal-Elementen, sind vorfabrizierte Ringelemente aus Stahlbeton, sind zwei Stücke, die eigentlich seitlich gelagert werden und sich oben gegeneinander stützen. Sie sind eigentlich in der Montagephase von der Innenschale oder Tunnelauskleidung noch getrennt. Dann wird eine Interfüllung der Zwischenraum zwischen Predal und bestehende Auskleidung und eben dies, um die ganze Beeinträchtigung des Verkehrs nicht zu beeinträchtigen. Bankette, also zum Auflager dieser Kräfte müsste auch die Bankette neu gemacht werden, die zum Teil auch rückverankert zeitlich, weil die Kräfte konnten nicht auf die Längsdrainage-Rigole aufgelagert werden. Dann wurde die Abdichtungsmembrane systematisch vor diese Predal-Elemente gesetzt wurden. Dann eben diese Predal-Elemente und dann schlussendlich die Interfüllung
mit selbstverdichtetem Beton. Die Unterfüllung erfolgte in 5 Etappen, um den Druck auf die Predal zu minimieren. Oder, ja. Dann eben die andere Maßnahmen war Reduktion des Wasserdruckes im umliegenden Gebirge. Das Problem, rum um den Tunnel hatte man die Anwesenheit von Hydrogel, der ständig diese Drainage verstopft. Ja. Das heißt, die Lösung wurde gewählt, dass lange Drainagebohrung und die erste Teil ist, diese Drainagebohrung ist verrohrt, sodass Hydrogel nicht gefasst wird. Wasser wird ausschließlich ab einem gewissen Abstand vom Tunnel drainiert. Hier sehen Sie im Plan die zwei Röhre und alle diese kleinen roten Striche sind alle die Drainagebohrungen. Von oben gesehen sind eben 25 Meter lang, oder no, 15 Meter lang, Entschuldigung, aber je 24 Meter Tunnellängsrichtung. Ja. Hier sehen Sie noch diese Drainagebohrungen in einem Querschnitt. Und da ein Bild, dieser Abdichtungssystem ist eine Art Packer, sagen wir so, der soll der erste Teil diese Strecke, diese Drainagesystem gegen Hydrogel schützen. Also die Konterschale, diese Verstärkung der Tunnelausgleitung wurde auf ungefähr halbe Tunnellänge geführt, nicht überall, weil in gewisser Stelle war eine genügende Sicherheit vorhanden, weil die Tunnelauskleidung zum Teil deutlich dick war. Und in den restlichen Strecken war zum Teil notwendig, dass noch Netze im Kalottenbereich gegen fällige Steinfälle im Fahrraum. Der Tunnel ist sehr alt. Die Bauzeit von dieser letzten Maßnahme war eben 2021 bis 2023. Im Moment ist die Baustelle im Gange in der Nord-Süd-Röhre und die Kosten von dieser Verstärkung 55 Millionen Franken für Bau und 8 Millionen Franken Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen. Als Schlussfolgerung: ein paar Jahre nach einer generellen Instandsetzung des Tunnels sind wieder Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Abdichtung und Injektionen werden diese generelle Instandsetzung haben den drainierenden Effekt des Tunnels geändert und der steigende Wasserdruck hat einen lokalen Einsturz der Tunnelverkleidung verursacht. Und eben diese Sicherheit des Tunnels für die weiteren 20 Jahre zu gewährleisten, sind diverse Maßnahmen erforderlich, die ich eben erklärt habe. Zum Teil Verstärkung der Tunnelverkleidung und zum anderen das Drainage vom Gebirge. Und das Ganze müsste natürlich mit dem Tunnel unter Betrieb gesetzt werden. Danke sehr für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank Ihnen beiden für die Ausführungen. Es kamen einige Fragen und viele drehen sich um das Hydrogel. Wieso wurde das damals überhaupt eingebracht? Was war die Idee dahinter? Was war die Geometrie grob? Und hatte man damals schon daran gedacht, dass es etwas verstopfen könnte, diese Drainagemaßnahme? Hat man etwas dagegen getan? Also, da wurde tatsächlich Hydrogel injiziert. Ich weiß nicht genau, was hätte passieren können mit einem anderen Injektionsmittel. Also, dass das Hydrogel nicht stabil war, war sicherlich etwas nicht, entsprach nicht den Erwartungen, das schon. Aber zum anderen wurden eigentlich nicht wirklich viele Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass das Drainagesystem weiter funktioniert. Der, muss man auch sagen, der Tunnel ist sehr alt. Damals, also das Drainagekonzept von diesem Tunnel
war schon zum Teil etwas unklar. Aber eigentlich, ich denke, muss man davon ausgehen, dass der Wasserdruck in unserem Gebirge, der Wasserspiegel kann irgendwie nahe an der Oberfläche liegen. Das heißt, und das unabhängig von wie viel man Wasser im Tunnel beobachtet, während dem Bau oder auch während dem Betrieb. Alle unsere Tunnel sind alle, praktisch alle drainiert, außer Tunnel bei einer geringen Überlagerung. Und das heißt, im Tunnelbau, Interventionen mit Injektionen, muss man immer vorsichtig sein, muss man das bestehende Bauwerk wirklich gut verstehen. Danke. Dann wurde gefragt, wurden dann diese Wasserdrücke tatsächlich auch gemessen und überwacht und sieht man einen Anstieg, eine Absenkung jetzt durch die Drainagerohre? Konnte das überwacht werden? Also es gab schon Piezometermessungen vor diesen Interventionen, die hat relativ wenige Wasserdrücke gemessen. Die Details kenne ich nicht. Geologisch wurde beurteilt, dass dort kein Grundwasserspiegel über das Tunnelniveau ist. Aber der Fall hat natürlich gezeigt, dass das nicht so der Fall war. Natürlich mit einem drainierenden Tunnel um den Tunnel sind die Wasserdrücke sowieso klein, weil man den Drainageeffekt vom Tunnel. Heute sind immer noch diese Wasserdrücke beobachtet. Heute, nach all diesen Drainagebohrungen, sind nicht mehr sehr hohe Wasserdrücke gemessen, wurden auch, muss ich sagen, nie wirklich hohe Wasserdrücke gemessen. Im Fels natürlich, jede Stelle ist ein wenig anders. Aber die Ursache von diesem Fall ist schon ziemlich, diesen Unfall ist schon ziemlich klar. Ja. Muss man auch sagen, Drücke zu messen in einem Boden oder in einem Untergrund mit einer sehr geringen Durchlässigkeit ist heikel. Schon wenn ein Packer nicht wirklich sehr sauber, sehr gut hält, hat man schon einen Einfluss auf den gemessenen Druck. Jemand wollte auch sehr konkret wissen, wurden dann diese Drücke, diese Piezometer ab der Tunnelsohle nach unten gemessen oder irgendwie schräg hinaus? Weiß man nicht so nach klar. Unten nicht. Eigentlich im Konzept ist der Boden immer noch im Konzept trainiert. Das schon. Gut, danke vielmals. Danke. Ja, wir haben alle gesehen, wie gefährlich sein könnte. Im Video haben wir gesehen, was es passieren könnte im Tunnel. Also zum Glück ist nicht passiert, aber könnte man sich vorstellen, irgendwie den Tunnel total zu sperren? Oder was wären die Konsequenzen eigentlich? Die zwei Röhre, man sagt, okay, die Tunnels sind unsicher. Ja. Sperren wir die beiden Röhre, was wäre überhaupt vorstellbar? Genau, das ist das unsere Thema, oder? Unser Job. Also, besten Dank. Danke, Gian Piero. Francesco und Francesco. Ja, genau. Danke. Dankeschön.